Ja, verschwendet Österreich seine wertvollen Böden? Wieso schmeißen wir so viele Lebensmittel weg? Und wo gibt es beim Thema Klimaschutz in Österreich Handlungsbedarf? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Hanna Simons, der Vizegeschäftsführerin von WWF Österreich. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Heute ist der internationale Tag der Lebensmittelverschwendung. 40% aller weltweit produzierten Lebensmittel werden nie gegessen. Welche Auswirkungen hat denn das auf die Umwelt? Das hat sehr große Auswirkungen. Es wirkt sich nicht nur bei den Leuten im Börsel aus, wenn sie Lebensmittel wegschmeißen, die sie zuvor gekauft haben, sondern natürlich auch auf die Biodiversität. Und zwar warum? Um diese Lebensmittel zu produzieren, wird fruchtbarer Boden genutzt, wird Wasser verwendet, wird auch dann unnötig Düngemittel, Pestizide eingesetzt. Das sind alles Dinge, die unsere Natur natürlich belasten, für die zum Teil auch Regenwaldflächen gerodet werden, um eben diese Lebensmittel produzieren zu können. Also kurz, es braucht einen massiven Ressourceneinsatz zur Produktion dieser Lebensmittel. Mhm. Und dieser Ressourceneinsatz wird verschwendet, wenn diese Lebensmittel am Ende nicht konsumiert werden. Mhm. Also wir schmeißen in Österreich, gab es jetzt eine aktuelle Studie, mittlerweile schon ein bisschen weniger weg. Also die Awareness dürfte hier sein. Aber es ist auf jeden Fall noch viel zu viel. Und es schaffen aber auch gar nicht so viele Lebensmittel überhaupt erst in den Supermarkt, weil sie nicht dieser Norm entsprechen. Ganz genau, diese 40% beziehen sich auf die gesamte Wertschöpfungskette. Das beginnt schon am Feld, wo Lebensmittel liegen bleiben oder es eben nicht in den Handel schaffen, weil sie nicht schön genug sind, wenn man so will. Also hier fordern wir auch eine Reform, dass auch Lebensmittel, die nicht den gängigen Schönheitsnormen entsprechen, verkauft werden dürfen. Da gibt es auch schon viele tolle Initiativen. Aber das andere Thema ist zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum. Viele Lebensmittel landen im Müll, obwohl sie eigentlich noch genießbar sind. Auch hier braucht es eine Reform, dass man dieses MHD noch ausdehnen kann. Oder manche Lebensmittel brauchen zum Beispiel gar keines, weil sie ohnehin sehr lange haltbar sind, wie zum Beispiel Nudeln, Salz oder Getreideprodukte. Mhm. Das heißt, das Mindesthaltbarkeitsdatum, das könnte sich eventuell, also wäre möglich, dass man das nach hinten verschieben könnte, so in die Richtung. Ja, bei sehr vielen Lebensmitteln ist das der Fall. Aber auch jetzt schon raten wir den Konsumentinnen und Konsumenten, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist, einfach einmal den Test zu machen, einmal zu schauen, finde ich schon irgendwas, was komisch ausschaut, Flüssigkeitsansammlung oder Schimmel, einmal dran zu riechen, vielleicht auch zu fühlen. Man merkt es bei einem Joghurt oder bei einer Milch schon, wenn sich das aufbläht, dann geht es vielleicht nicht mehr und dann kann man auch eine kleine Kostprobe nehmen. Und wenn man dann sagt, das schaut noch gut aus und das riecht noch gut, schmeckt noch gut, dann kann man es auch noch essen. Und muss nicht in den Müll wandern. Ja, also meistens sind Lebensmittel ja noch lange nach dem Ablaufdatum essbar. Ab dem 1. Oktober muss der Lebensmittelhandel jetzt regelmäßig melden, wie hoch die Menge der entsorgten Lebensmittel ist. Für die Politik ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Sehen Sie das auch so? Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, weil uns eben auch noch viele Daten fehlen. Mhm. Bis vor ein paar Jahren haben wir geglaubt, es sind 30% der Lebensmittel, die verloren gehen entlang der Wertschöpfungskette. Mittlerweile mit neuen Daten wissen wir, es sind 40%. Und deshalb fordern wir auch, dass nicht nur der Handel diese Berichtspflichten hat, sondern dass auch die Gastronomie und vor allem auch die Kantinen berichten müssen, wie viel eigentlich sie am Ende des Tages wegschmeißen müssen. Mhm. Dass man mal weiß, wo das Problem eigentlich ist. Ganz genau. Blicken wir auf ein anderes Thema, denn wir hatten auch heuer einen Sommer der Extreme, Brände in Griechenland, Italien, Portugal, Überschwemmungen in den USA, auch Italien, Kroatien, Österreich, Libyen. Die Liste, die ließe sich jetzt noch lange fortführen. Erwartet uns das jetzt eigentlich jeden Sommer? Also die Klimaforscherinnen und Klimaforscher, auch die Meteorologen sind sich einig, dass diese Extremwetterereignisse mit fortschreitender Klimakrise zunehmen. Wir reden hier zwar von Wetter, aber dennoch diese Wetterereignisse werden häufiger werden und sie werden auch extremer werden. Das heißt, ja, leider müssen wir uns vermehrt auf solche Ereignisse in Europa, aber auch auf der ganzen Welt einstellen. Mhm. Was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für die Natur? Also wir haben ja auch Brände auf Hawaii gesehen, da sind ganze Dörfer vernichtet worden. Das kann man ja jetzt so schnell nicht mehr herstellen. Die Überflutungen, Fische gestorben, Natur zerstört. Was bedeutet das? Ja, für die Natur hat das Auswirkungen, aber die Natur ist, sofern wir sie lassen, auch sehr widerstandsfähig. Mhm. Die Natur hat die Fähigkeit, sich selbst wieder zu regenerieren und wieder gesund zu werden. Das geht aber nur, wenn wir dafür sorgen, dass die Natur auch ausreichend Platz hat und es gesunde und intakte Ökosysteme gibt. Wenn diese Ökosysteme vom Menschen, wie es leider der Fall ist, schon sehr stark eingeschränkt, zerstört,
wurden, diese nicht mehr intakt sind, dann fehlt ihnen auch die Fähigkeit, sich nach solchen Ereignissen wieder selbst zu regenerieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir gerade diese intakten Ökosysteme und Lebensräume brauchen, um die Menschen vor den Auswirkungen dieser Katastrophen zu schützen. Ein Beispiel sind Überschwemmungen und Hochwasser. Wenn ich Auenwälder habe, wenn ich den Flüssen mehr Platz gebe und sie nicht einzwänge in eine gerade Linie, dann kann sich, wenn wir zu viel Wasser haben, dieses Wasser auch in der Natur ausbreiten. Die Natur kann das Wasser aufnehmen. Es fließt nicht in die Siedlungsgebiete, in die Gewerbegebiete. Und wenn dann vielleicht im Laufe des Sommers eine Trockenperiode kommt, eine Dürreperiode, dann kann die Natur dieses gespeicherte Wasser auch wieder abgeben. Das heißt, wir müssen dringend darauf schauen, dass wir unsere Ökosysteme wiederherstellen, auch gut schützen, damit sie uns Menschen vor den Folgen der Klimakrise schützen. Also ich nehme mit, die Natur ist stärker, als man denkt, weil wenn man diese Bilder sieht, dann denkt man sich ja wirklich, okay, in 10 Jahren wächst da vielleicht wieder ein Baum, aber man muss sie auch lassen. Ja? Und damit kommen wir auch gleich mal zum nächsten Thema, nämlich Bodenversiegelung. Einkaufszentren, ja auch Ortsumfahrungen, Kreisverkehre, die schossen in den letzten Jahren aus dem Boden. Nach monatelanger Verzögerung sollte ja dann im Sommer die österreichische Raumordnungskonferenz eine Bodenstrategie verabschieden, aber man konnte sich da nicht einig werden. Dann hieß es ja, im Sommer oder nach dem Sommer wird weiter diskutiert. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Der Knackpunkt der Gespräche ist gerade die Frage, ob das 2,5 Hektar pro Tag Ziel ein verbindliches Ziel wird für die Bundesländer, für die Gemeinden, für den Bund. Das ist ein Zielwert, den gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten in Österreich. Aber zum Vergleich, statt 2,5 Hektar pro Tag versiegeln wir aktuell 12 Hektar pro Tag. Und wir haben gesehen aus der Vergangenheit, dass es nichts nutzt, diese 2,5 Hektar unverbindlich irgendwo in eine Strategie zu schreiben. Denn das gibt es schon seit vielen Jahren, aber es ist nichts passiert. Und deswegen ist jetzt hier der Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern, kommt hier ein verbindliches Ziel, an das sich alle Ebenen auch halten müssen. Es gibt hier Bundesländer, die sich diesem Ziel nicht unterwerfen wollen. Auch verschiedene Mitverhandler im Bund sind hier noch auf der Bremse und davon hängt es ab, ob diese Bodenstrategie dann letztlich noch zustande kommt. Und wann rechnen Sie persönlich, dass sich hier was tut? Ich kann nur hoffen, dass es rasch passiert, dass es noch diesen Herbst passiert. Denn die Dringlichkeit des Problems habe ich geschildert. Eben die Bodenversiegelung führt auch dazu, dass wir in der Klimakrise eigentlich nicht vorbereitet sind auf diese Starkregenereignisse, auf die Dürreereignisse, weil wir eben unversiegelten, gesunden Boden brauchen, der Wasser aufnehmen kann, Wasser speichern kann. Und hier sind wir wirklich schon im Verzug mit den Maßnahmen. Hier müsste jetzt rasch etwas passieren. Wie unterscheidet sich denn die Bodenversiegelung in den unterschiedlichen Bundesländern? Kann man da sagen, okay, Wien ist beispielsweise Spitzenreiter, keine Ahnung? Der Vergleich ist ja etwas schwierig, weil naturgemäß eine Stadt wie Wien, ein Ballungsraum, natürlich andere Voraussetzungen mitbringt als die Bundesländer. Wir sehen hier zum Teil einen starken Anstieg in Flächenbundesländern wie Oberösterreich. Das ist ein Industriebundesland, wo auch gerade der Straßenbau ein sehr starker Treiber ist. Also immer, wo wir hinschauen in die Bundesländer, aufs Land, sind vor allem die Verkehrsflächen ein großer Treiber. Das hängt eben zusammen mit der Zersiedelung. Je mehr Einfamilienhäuser nicht in der Nähe eines Ortskerns, sondern auf der grünen Wiese gebaut werden, wo man alles mit dem Auto machen muss, zum Supermarkt, in die Schule, zum Arzt, dann entstehen auch zusätzliche Verkehrsflächen. Und da sehen wir in einigen Bundesländern eine Entwicklung, zum Beispiel in Oberösterreich, die sehr bedenklich ist. Naturgemäß sind in einer Stadt mit einem gut ausgebauten Öffi-System und dicht gedrängten Wohnraum die Wege zum Beispiel kürzer. Jetzt gibt es zum Beispiel auch Bürgerinitiativen, die sich gegen den Flächenfraß wehren. In der 400-Einwohner-Gemeinde Höbersdorf nahe Tulln in Niederösterreich, da hat zum Beispiel die größte Entsiedelung Österreichs begonnen. Ein Parkplatz mitten im Zentrum wird auf Wunsch der Bürger in einen Park wieder verwandelt. 5,5 Millionen Euro kostet das Projekt und ist damit teurer als die ursprüngliche Versiedelung. Also das kostet dann im Endeffekt wieder mehr Geld, wenn man das schon Geschehene oder die geschehene Zerstörung wieder rückgängig machen möchte. Ganz genau.
Ein gutes Beispiel ist, sehen wir hier, dass sich auch die Bevölkerung immer mehr wehrt gegen diese zunehmende Versiegelung. Auch 80% der Bevölkerung haben in einer Umfrage gesagt, sie wünschen sich strengere Gesetze. Also wenn wir hier bei der Bodenstrategie ein verbindliches Ziel bekommen, dann hat das auch die Unterstützung der Menschen. Die Menschen wollen das nicht mehr und müssen aber jetzt auch als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Kosten dafür tragen, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Mhm. Und genau deswegen brauchen wir so eine Strategie, damit wir jetzt nicht die gleichen Fehler der Vergangenheit noch einmal machen, die wir später in ein paar Jahren, Jahrzehnten um teures Geld korrigieren müssen. Und das ist ein Problem, das haben wir nicht nur bei der Bodenversiegelung, das kennen wir eben auch beim Naturschutz, das kennen wir beim Klimaschutz, dass wir immer noch Fehler machen, die wir später um teures Geld beheben müssen. Und wie schaut jetzt eine Lösung aus? Also würde man sagen, okay, jetzt ist Stopp, und weil wir haben jetzt gerade an diesem Beispiel gesehen, eine Wiederrückumwandlung in Natur kostet wahnsinnig viel Geld. Was müsste man also tun, um den Bodenverbrauch zu stoppen? Da gibt es mehrere Ansätze. Der erste ist einmal das Motto schützen. Also schützen wir mal die wertvolle Natur, die wir in Österreich noch haben, und verhindern wir, dass dort es zu einer Neuverbauung kommt. Das zweite ist der Ansatz sparen. Dort, wo neu gebaut wird, bauen wir möglichst flächensparend. Das bedeutet Ortskerne wiederbeleben. Das bedeutet Siedlungsentwicklung nahe an einer Infrastruktur, so damit ich nicht neue Verkehrswege dazu bauen muss. Oder ich baue in die Höhe, ich baue keine einstöckigen Supermärkte mehr, sondern vielleicht drauf noch Büros oder Wohnungen, also flächensparendes Bauen. Und das dritte ist Steuern, dass ich natürlich auch über das Steuerwesen, über Förderungen oder Steuern auch als Politik dazu beitragen kann, dass es nicht mehr so attraktiv wird, Flächen zu versiegeln. Derzeit wird das teilweise auch noch gefördert. Und hier muss die Politik einfach dagegenhalten. Und die vierte Maßnahme ist eben, die Flächen, die bereits verbraucht oder versiegelt sind, aber nicht mehr genutzt werden, statt sie verfallen zu lassen und auf die grüne Wiese daneben zu bauen, einfach diese bereits vorbelasteten Flächen, wie wir das nennen, zu nutzen. Da sprechen wir von einer Größenordnung, etwa in der Größe von Wien haben wir in ganz Österreich Flächen, die nicht genutzt werden, obwohl sie bereits verbraucht oder versiegelt sind. Und diese müsste man wieder mobilisieren. Und kann man eigentlich sagen, es gibt den einen Grund, der wirklich überwiegt, was eben diesen Flächenfraß betrifft? Also Sie haben jetzt das Bauen angesprochen, auch der Häuserbau. Also wenn man was Gutes tun möchte, dann baut man im Idealfall im Ortskern oder ziemlich nah dran, habe ich jetzt so rausgehört. Ist das der Hauptgrund tatsächlich oder gibt es noch andere Gründe, die mehr hervorstechen? Vor allem hervorstechen, kann man sagen, tun Dinge wie die großen Flächen. Mhm. Ein Einfamilienhaus hat in der Regel eine Grundfläche, die nicht größer als 100 Quadratmeter ist. Wenn ich an die großen Gewerbegebiete denke, wenn ich an die großen Fachmarktzentren denke und vor allem die Parkplätze, die ich dafür brauche, die Kreisverkehre, die Straßen, die Autobahnzubringer, da habe ich wirklich große Flächen, die auch einen großen Einschnitt in die Natur bedeuten. Und hier muss man bremsen. Aber die Hauptursache, warum wir hier so schlecht liegen, ist zum einen die Kompetenzzersplitterung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Alle sind zuständig, aber niemand ist wirklich verantwortlich dafür. Das ist das Problem. Und niemand möchte auch diese Zuständigkeit abgeben. Und der zweite Grund ist, dass wir, das ist vielleicht auch ein bisschen typisch österreichisch, viele Schlupflöcher haben. Es gibt in vielen Bundesländern gute Gesetze gegen die Bodenversiegelung. Und dann kommt es doch immer wieder zu Ausnahmegenehmigungen, zu Sonderbewilligungen. Und deswegen haben wir es bisher nicht geschafft, wirklich dieses Ziel auch zu erreichen von 2,5 Hektar pro Tag. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das diese Woche auch in den Medien war. Atomkraft. Im Kampf gegen den Klimawandel hörte man nämlich zuletzt immer häufiger Stimmen, die meinen, das geht alles nicht ohne Atomenergie. Zum Beispiel der neue Klimaschutzkommissar der EU, Maroš Šefčovič, aber auch Italiens Premierministerin Giorgia Meloni. Die will beispielsweise innerhalb von nur 7 Monaten jetzt einen Fahrplan für die Rückkehr zur Kernenergie vorlegen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, sagt sie, um zurück zur Atomkraft zu kommen. Wie bewerten Sie denn diese Entwicklung? Das ist eine Fehlentwicklung, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir noch viel zu wenig tun im Bereich Energieverschwendung. Wir haben vorher über das Thema Lebensmittelverschwendung gesprochen. Und ich glaube, jeder Mensch versteht, dass es ziemlich unnötig ist, etwas zu produzieren oder zu kaufen, das man danach nicht nutzt. Also dann versucht man auch vielleicht sparsamer umzugehen. Und das Problem haben wir auch bei der Energie. Ich glaube, viele Leute haben jetzt auch gelernt, mit den höheren Energiepreisen eben viel sparsamer umzugehen. Aber was noch fehlt, ist wirklich ein Kraftakt innerhalb der Europäischen Union zu sagen, wir können es schaffen, unseren Energieverbrauch bei gleichem Komfort, gleichem Wohlstand zu halbieren.
Und dann brauche ich vielleicht auch die Atomkraftwerke nicht mehr, weil ich den Verbrauch nicht mehr habe und weil ich die Nachfrage nicht mehr habe. Das wäre der erste Schritt. Wir lassen aber leider diesen ersten Schritt aus und gehen gleich zum zweiten Schritt und fragen uns eben, wie wir den Energiebedarf decken können. Man muss auch dazu sagen, wenn wir es nicht schaffen, mit dem Verbrauch runterzugehen, dann wird es auch nie gelingen, unseren gesamten Energie- und Stromverbrauch aus erneuerbaren Quellen zu decken. Und das ist aber das Ziel, das wir in Österreich haben. Und warum nein zu Atomkraft? Atomkraft mag vielleicht einen niedrigen oder geringen CO2-Ausstoß haben, also ist in dem Sinn klimafreundlich, aber sie ist weder erneuerbar noch nachhaltig. Und wir haben aber die erneuerbaren Technologien, wir haben die nachhaltigen Technologien bereits, wir wenden sie auch bereits an. Wir müssen sie nur noch stärker anwenden. Also ich frage mich, warum setzen wir auf eine gefährliche, teure, nicht nachhaltige Technologie, wenn wir die günstigeren, ungefährlichen, nachhaltigen und erneuerbaren Technologien eigentlich schon vor unserer Haustüre oder auf unseren Dächern haben. Hier muss die Energie hingehen, hier müssen die Investitionen hingehen, weil nur so kann ich es schaffen, wirklich diese Transformation zu einer nachhaltigen und grünen Energieversorgung in Europa zu schaffen. Also Verbrauch sinken, haben Sie vorher auch angesprochen, und natürlich erneuerbare Energie schaffen. Aber jetzt gibt es natürlich auch viele kritische Stimmen, die sagen, in den letzten Jahren oder die letzten Jahrzehnte waren eigentlich immer darauf aufgebaut, dass wir immer mehr Energie brauchen. Also wir haben Laptops, wir wollen mit dem E-Auto fahren, unsere Häuser sind alle irgendwie dann schon smart, wir brauchen viel mehr Energie. Wird sich das dann mit Strom sparen und generell Energiesparen ausgehen, plus vielleicht ein bisschen mehr erneuerbare Energie? Ja, wenn wir nicht nur an den Strom denken, wir neigen dazu, nur an den Strom zu denken. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir in Österreich einen sehr hohen Anteil des Stroms erneuerbar produzieren. Aber wo wir nicht so gut sind, ist im Bereich der fossilen Energien, also Gas und Öl. Da ist vor allem der Verkehr das Sorgenkind in Österreich. Also wenn wir über Energie und Energieeffizienz, Energiesparen reden, müssen wir in Österreich ganz dringend über den Verkehr sprechen. Nur um das zu veranschaulichen, seit 1990 ist in den meisten Sektoren der CO2-Ausstoß in Österreich bereits zurückgegangen. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die sind gut. Nur beim Verkehr haben die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 50% zugenommen. Und hier habe ich ein großes Effizienzpotenzial, auch indem ich den öffentlichen Verkehr ausbaue, indem ich eine Raumordnungspolitik der kurzen Wege mache, indem ich verhindere, dass die Menschen in Österreich so viele Wege mit dem Auto zurücklegen müssen. Mhm. Und die Wege, die ich nicht vermeiden kann mit dem Auto, die muss ich umstellen auf E-Autos, auf Elektromobilität, weil diese Form der individuellen Mobilität sehr viel energieeffizienter ist. Also ich brauche im Vergleich zum Benziner einfach weniger Energie. Das geht eben nicht nur, wenn ich sage, jeder von uns dreht am Abend brav das Licht ab oder gibt den Deckel drauf, sondern das geht nur dann, wenn ich mir alle Sektoren anschaue und wie kann ich diese umbauen, sodass es einfach ganz natürlich und ganz normal wird, dass wir uns im Alltag klimafreundlicher und energiesparender verhalten. Also ich habe es jetzt so rausgehört, okay, wir sollten wahrscheinlich in Zukunft dann generell weniger Auto fahren und wenn mit dem Auto, dann E-Auto. Weil sonst brauchen wir ja wahnsinnig viele E-Autos, die dann erst wieder Strom brauchen. Die Bahn muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Geht sich das alles aus in den nächsten Jahren? Wie sind Sie da eingestellt? Ja, das geht sich aus, aber es ist ein Kraftakt. Mhm. Das muss man dazu sagen. Und da sind wir auch im Ausbau der erneuerbaren Energieträger noch hinten nach. Da müssen wir, also in der Photovoltaik haben wir das Potenzial noch nicht erreicht. Auch bei der Windkraft ist noch viel Luft nach oben, viel Wind nach oben. Mhm. Wo wir allerdings schon an der Grenze der Naturverträglichkeit angekommen sind, ist die Wasserkraft. Wir haben in Österreich 5200 Wasserkraftwerke, die bereits sehr viel erneuerbaren Strom liefern. Das ist auch in Ordnung so, aber da haben wir jetzt eigentlich schon die Grenze dessen, was die Flüsse in Österreich noch aushalten, schon erreicht. Wo allerdings eben noch Potenzial ist bei der Effizienz, bei der Photovoltaik und bei der Windkraft, und auf die müssen wir setzen. Aber ja, es gibt Szenarien, es gibt Berechnungen, dass sich das natürlich ausgeht, aber nur, wenn wir es wirklich ernst meinen und auch schnell vorankommen mit dem Ausbau. Es ist also auf jeden Fall noch Wind nach oben, nehme ich daraus mit. Vielen Dank fürs Gespräch. Boom. Boom, 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 boom.